präsentiere euch heute einmal den neuen MD MXion SWD. Das ist ein sehr, sehr kleiner servoweichen Decoder. Normalerweise habe ich meine ganzen Weichen so gemacht, wie man das hier sieht, also den EPL-Weichenantrieb. Habe eine Nummer drauf geschrieben, dass ich weiß, wer es ist. Und ich habe überall die MD ZKW benutzt. Das sind die Zweikanal-Weichen-Decoder mit den zwei Funktionsausgängen. Bei meinen Dreiwegweichen und Doppelkreuzungsweichen sind die hier hervorragend geeignet. Bei den normalen Weichen ist das ein bisschen überdimensioniert, weil man sieht, das ist ein sehr großer Kasten. Für eine Weiche ist eigentlich überdimensioniert. Es gibt auch den EKW, das ist ein Einkanalweichendecoder. Den benutze ich für das Vorsignal und für Entkupplungsgleise. Denn der Einkanalweichendecoder ist eigentlich exakt so wie der, nur dass er die Hälfte der Funktion hat. Also das heißt, er hat nur einen Weichenausgang und einen Signallaternen oder einen Funktionsausgang und einen Weichenausgang. Kann damit auch diese Sonderfunktion machen wie der ZKW für Entkupplungsgleise. Also das geht beim EKW auch. Und der EKW, der ist wirklich so groß, nur wie die RGB-Einkanalweichendecoder, wirklich nur so breit und so lang hier wie dieses Ding. Und diesen EKW, den habe ich im Einsatz für Vorsignal und für das Entkupplungsgleis, weil mir der zu groß war. Und und bei den anderen Weichen, also bei den Doppelkreuzungsweichen und Dreiwegweichen, ist der hier okay. Und bei den anderen Weichen sieht man auch, ist das auch zu groß hier einfach. Und ich habe jetzt, ich fange jetzt an, ich ersetze die beiden hier. Die verkaufe ich und kaufe und nehme dafür den MD SWD. Der SWD, der hat den Vorteil, hier ist, der ist sehr klein, man sieht das, der ist nur minimal größer als der Handweichenantrieb. Ja, wenn man das hier mal vergleicht. Der ist nochmal so eine ganze Ecke kleiner als der normale EPL-Antrieb. Er hat einen Servo eingebaut und den Digitaldecoder hat er auch eingebaut. Der funktioniert analog und digital. Also man kann ihn auch mit dem EPL-Schaltpult betreiben, dann schaltet er auch die Weiche. Oder halt auch digital, da braucht man einfach nur die Kabel hier ans Gleis anschließen, die zwei. Decoder ist drin, Servo ist drin, hier ist eine Schraube, da kann man es aufmachen. Und im Inneren befindet sich ein Funktionsausgang, den man anlöten kann, wo man dann hier beispielsweise noch eine Weichenlaterne anbringen könnte und dann den Funktionsausgang mit der Weichenlaterne benutzt. Das Schöne ist an dem Funktionsausgang halt auch, wie bei allen anderen auch bei von MD, die kann man halt auch dimmen, den Funktionsausgang, und man kann den Funktionsausgang wahlweise per Lock oder per Weichenadresse steuern. Und somit kann man dann halt sehr gut zum Beispiel hier eine Weichenadresse vergeben für das und eine Weichenadresse für die Weichenlaterne hier. Und dann kann man die Weichenlaterne einfach hier drinnen anschließen und hat das kombiniert. Bei dem Decoder hier ist es so, man sieht, er ist erstmal viel, viel kleiner und viel hübscher, finde ich. Er kann einfach da angeschraubt werden. Und er ist preislich auch so, das ist halt auch der Vorteil, wenn man jetzt hierher geht und verkauft diese EPL-Weichenantriebe, gibt man ja meistens noch so 20 Euro, dann kann man sich den für 25 direkt kaufen und hat hier einen wunderbaren Decoder mit Servoantrieb, der sich original langsam schalten lässt und hat nicht mehr hier so einen riesen Klotz aus Dingen. Und deswegen, ich habe die zwar alle damit ausgerüstet, aber ich tausche die jetzt hier gegen, weil ich das noch besser finde. Und man sieht das, er schaltet jetzt, das ist Standardeinstellung, er schaltet jetzt ganz langsam die Weiche. Man kann es schnell machen, also die Stellgeschwindigkeit lässt sich einstellen. Man kann das so schnell machen, dass es dann fast wieder so schnell ist wie bei den EPL-Antrieben, also zock zock, wie so ein Klappmesser. Und man kann das auch so langsam machen, dass der wirklich von der einen Seite zur anderen Seite gefühlte 5 Minuten braucht. Also das ist alles möglich. Und ja, wollte ich einmal präsentieren. Sehr kleiner Servoweichendecoder, sehr, sehr schön. Und der schaltet die Weichen hier, man sieht das auch richtig hier dran. Da ist dann halt auch überfahrtstechnisch kein Problem. Und auch stromtechnisch sind die immer super, weil man drückt die richtig da rein. Also der ist echt super.